einen Applaus bitte für Felix Lobrecht. In den Ferien bin ich ein bisschen verwahrlost. Denn wenn ich zu viel Zeit habe, dann neige ich dazu, mich in unangenehme Situationen zu manövrieren. Zum Beispiel letztens hat mein Mitbewohner mich gefragt, was ich mit dem ausgebreiteten Zollstock an seiner Kommode mache. Ich antwortete so kurz wie ehrlich: Ich messe. Ich messe aus, um genau zu sein. Mache ich öfter so was. Ich rechne die Maße dann um, weil ich interessiere mich privat für Quadratmeter. Mich fasziniert das. Ich meine, das ist ein Meter, mal ein Meter, mal ein Meter, mal ein Meter. Wie Urlaub. Aber auch sonst. Ich krieg meine Zeit schon sinnvoll genutzt. Ich mach diverse. Ich wiege. Ich messe, ich zähle aus, ich prüfe nach, ich nehme, ich platziere neu. Diverse. Und ich hab's mit Hobbys probiert. Ich dachte mir, Bumerang werfen. Ja doch, klasse. Ich hab mir dann auf den Bumerang gekauft. Hab auf die Wiese damit einmal geworfen. Weg. Mir keinen Spaß. Überhaupt keinen Spaß. Und ich hab's mit Lenkdrachen probiert. Ich meine, klar interessiere ich mich für Lenken. Drachen. Komm, kenn ich. Lenkdrachen war naheliegend. Gut. Plötzlich kommst du zu dir. Dann stehst du da. Alleine. Irgendwo draußen am Arsch der Heide auf dem Feld. Weit und breit keine Sau zu sehen. Und du stehst da. Und längst eine Runde. Gut, immer links, zweimal rechts. Du fängst auch langsam an, dich zu fragen. Aber wo will ich denn überhaupt hinlenken? Hat mir keinen Spaß gemacht. Überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich hab da noch einfach losgelassen. Kein Platz mehr im Keller für so eine Scheiße. Die Kammer steht schon voll mit Ex-Hobbys. Diavolo lässt grüßen. Oder das Einrad. Ich das schon sehr. Krieg schlechte Laune. Mal wieder so ein Moment gewesen mit dem Einrad. Ich auf dem Gehweg mit dem Ding. Wollt losfahren. Schon bevor ich aufgestiegen bin, dachte ich mir.
Nee, das bin ich nicht. Tag war gelaufen. Gelaufen wie ich nach Hause. Weil ich mich bestimmt nicht auf so ein halbes Fahrrad setze. Und ich hab's mit Social Media probiert. Und dann auch eine Fanpage bei Facebook angelegt. Kann man liken, Felix Lobrecht. Mein Vater gefällt's. Und dann sitzt du da. Und aktualisierst. Und aktualisierst. Manchmal frage ich mich, warum das mit der Hobbysuche so ein Krampf ist. Ja. Ich meine, ich gehe da schon schematisch vor. Ja. Namentlich nach dem allseits bekannten JKM-Schema. Man kennt es. J steht für Gibt's das Hobby überhaupt? K, kann ich da erstmal kostenlos rinschnuppern in den Hobby? Ich denke mal, ist klar, muss ich mir da extra fest ein Schuhwerk für zulegen. Ja, ja, nein soll rauskommen. Da probiere ich's aus. Bisher war alles scheiße. Ich glaube, ich suche mir einen Job. Dankeschön.